geplante Insektenschutzgesetz. Die Frage Nummer 6 stellt die Abgeordnete Karina Konrad. Herr Staatssekretär. Ja, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach den Erkenntnissen der Krefelder Studie belegen auch andere zahlreiche regionale und oder artenspezifische wissenschaftlichen Studien den Rückgang der Artenvielfalt bei Insekten. Diese Studien sind beispielsweise auf der Webseite des Bundesamtes für Naturschutz zu finden. Dass es beim Insektensterben nicht nur um ein lokales oder regionales Phänomen, sondern um ein bundesweites und klar belegbares Ergebnis bzw. eine Entwicklung ist, ist durch die roten Listen wissenschaftlich belegt. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse hat die Bundesregierung mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz verschiedene Maßnahmen beschlossen, um gegen das Insektensterben aktiv zu werden. Das Insektenschutzgesetz ist eine Teilmaßnahme in dem Aktionsprogramm Insektenschutz. Und einige waren ja hier, wenn ich das noch ergänzen darf. Ich glaube, vor gut 2 Jahren hatten wir dazu eine Anhörung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages. Und ich kann sagen, jeder, der dabei war, dem hat das nicht kalt gelassen, auf welch dramatische Entwicklung wir hier zulaufen. Frau Konrad, eine Nachfrage. Herr Präsident, Herr Brunholz, Sie haben mir auf eine ähnliche schriftliche Einzelfrage von mir auch schon einmal geantwortet, dass Sie derzeit dabei sind, ein bundesweites Monitoring aufzulegen und das gemeinsam mit den Ländern weiterentwickeln werden und die Datengrundlage eben genau nach dieser Aussage heute nicht besteht. Und jetzt hat Ihre Ministerin angekündigt, vor der sitzungsfreien Zeit ein Insektenschutzgesetz vorzulegen, dass das in dieser letzten Sitzungswoche vor der sitzungsfreien Zeit heute nicht auf dem Kabinettsplan stand, zeigt mir, dass ich nicht alleine daran zweifle, dass die Datengrundlage hier ausreichend vorhanden ist. Und ich frage Sie auch in Bezug auf die Landwirtschaft, in der Ihre Ministerin immer zahlreiche Forderungen und auch Anforderungen an die Landwirtschaft stellt. Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen unternommen, um auch ganz aktiv die Biodiversität zu fördern und den Insektenschutz zu befördern. Und wir kamen letzte Woche mit der AG Landwirtschaft und Ernährung der FDP-Bundestagsfraktion zusammen, die erste Radarfalle für Fluginsekten in Deutschland besichtigen können, die es erstmals schafft, auch zu messbar zu machen, den Erfolg von Blühstreifen und unterschiedlichen Arten der Mischungen, die angepflanzt werden in der Landwirtschaft. Und deshalb meine Frage, werden Sie solche Projekte auch in der Landwirtschaft weiter fördern, um eine verlässliche Datengrundlage dafür zu schaffen, was an Erfolgen messbar ist und was etwas bringt und was im Gegensatz dazu auch nichts bringt? Also, ich bin da bei Ihnen. Es muss ein Monitoring betrieben werden. Wir werden dazu auch eine entsprechende Stelle schaffen. Das haben wir an anderer Stelle auch schon mal entsprechend dargelegt. Und wie Sie wissen, haben wir sowohl Insektenschutz in der Agrarlandschaft mit 50 Millionen Euro in diesem Jahr ausgestattet, wo auch solche Dinge bezuschusst werden können und sicher gefördert werden. Und außerdem wird es das Bundesprogramm Biologische Vielfalt in den nächsten 8 Jahren mit etwa 60 Millionen Euro geben, um auch hier entsprechende Unterstützung zu leisten, um Biodiversität und auch den Schutz von Insekten damit zu gewährleisten. Eine weitere Nachfrage, Frau Konrad. Es wäre in dem Zusammenhang auch hilfreich, wenn Sie diese Informationen und die Art und Weise der Antragstellung einmal öffentlich publizieren könnten, sodass dann auch alle daran teilhaben können, an dem Geld, das Sie zur Verfügung stellen. Und es geht ja letzten Endes auch darum, auf der einen Seite Bewirtschaftung und Versorgung mit sicheren und hochwertigen Nahrungsmitteln sicherzustellen und auf der anderen Seite auch Biodiversität weiter voranzubringen und dafür vor allen Dingen auch Flächen zu nutzen, die eben als Ertragsstandort keinen nennenswerten Vorteil bringen. Und die Landwirtschaft ist dazu bereit, auch ihren Beitrag dazu zu leisten und damit weiterzukommen. Doch es ist ja auch viel zu oft, gerade im Bereich der Ernährungssicherung mit hochwertigen Nahrungsmitteln, auch gesunden Nahrungsmitteln, dass UBA, die Behörde, die Ihnen unterstellt ist, die da auch hinderlich ist und wenig konstruktiv mitarbeitet, wenn es gerade darum geht, neue Innovationen in die Fläche zu bringen. Deshalb auch meine konkrete Nachfrage, wie wollen Sie diesen Konflikt auflösen? Was tun Sie aktuell auch, damit neue Innovationen auf den Acker kommen, um gesunde Nahrungsmittel sicherzustellen? Also wenn Sie das UBA ansprechen, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung einfach eine Wahrnehmung wiedergeben. Die liegt jetzt auch schon 1,5 oder 2 Jahre zurück. Und zwar
komme ich aus Niederbayern. Das ist die Hopfenanbauregion und ist natürlich für das Grundnahrungsmittel Bier in Bayern von besonderer Bedeutung, aber auch darüber hinaus. Und da gibt es zum Beispiel tatsächlich ein Problem in der Frage der Schädlingsbekämpfung. Und wenn bestimmte nicht substituierbare Substanzen hier verboten werden, wie man dann damit umgeht. Und deswegen habe ich dort nicht nur das direkte Gespräch vor Ort gesucht, sondern auch den direkten Kontakt zum UBA hergestellt, wo auch am Anfang bei den Bauern das Vorurteil da war, dass das UBA alles tut, um die zu quälen. So, und das Schöne war, dass es ein sehr konstruktives Gespräch war und dass man da auch gemerkt hat, dass das UBA sehr wohl an Lösungsstrategien bereit ist, eben da mitzuarbeiten und dass da zum Beispiel auch dann wirklich ein konstruktiver Dialog weitergegangen ist, wie man denn die Probleme tatsächlich löst, weil darauf kommt es an. Und ich behaupte, dass es auch in allen meisten Fällen gelingen kann, eine vernünftige Landwirtschaft zusammen mit Insektenschutz zu machen. Und ich kenne auch viele Landwirte, die ein Interesse daran haben. Und deswegen freue ich mich darauf, dass das da gut vorangeht.